Ja, am Samstagabend, wo das Ereignis passiert ist, bin ich daheim und habe einfach gemerkt, dass es draußen wahnsinnig fest regnet. Das Wasser ist von dieser Wiese hier zusammengelaufen. Das hat die Fenster eingerührt. Schlussendlich haben wir einen Wasserstand von 1,60 m. Wir warten auf die Feuerwehr. Sage ich so einen Moment, wir reagieren einfach nur. Dermassen viel Wasser im Keller habe ich jetzt noch nie erlebt. Nach glaube ich, 2-3 Tagen schon bin ich da und habe ihnen die Kartengrundlage gezeigt. Auf dieser Karte war zu sehen, dass das Wasser sich zwischen unserem Haus und dem hinteren Haus den Weg sucht, dass das der tiefste Punkt ist vom Abfluss. Ja, wir müssen einen permanenten Schutz aufbauen, weil mobile Massnahmen wirken nicht, wenn das Gewitter schnell kommt.